Bang, she shot me one time. Bang, she shot me two times. Bang, 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 she shot me again, but she's gonna be mine. Who can say bang, she shot me one time. Bang, she shot me two times. Bang, 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 she shot me again, but she's gonna be mine. Ja, moin Freunde der Sonne, wir fahren jetzt an die Nordseeküste. Und dort werden wir nämlich ein paar Beta-Tests für 3 Caches durchführen. Und die werden wir natürlich abfilmen und euch mitnehmen. Und wir werden unter anderem auch noch andere Caches besuchen. Und ja, wir haben jetzt noch ungefähr 3 Stunden Fahrt vor uns. Ich würde sagen, wir melden uns, wenn wir gerade gekommen sind. Angekommen. Ich habe mich einmal frisch umgezogen und ihr seht im Hintergrund schon das kleine Häuschen mit richtig schicker Terrasse und Kai ist auch bereit und wir werden uns jetzt einmal das Geländer hier einmal anschauen, einmal runter zur Nordsee. Vielleicht sehen wir ja dort Ebbe oder Flut oder was auch immer. Dazu ist nämlich zu sagen, dass Lisa noch nie an der Nordsee war und für sie das Premiere ist. Sie weiß nämlich gar nicht, wie das aussieht, was Ebbe und Flut überhaupt ist. Und jetzt gibt es erstmal Nachhilfe. Okay. So, Cache Nummer 1, nicht? So, Lieben, wir sind hier schon mal die erste Runde rausgegangen. Wunderschön, schönes Wetter. Und hier an der Laterne klebt doch mal ein Logbuch, ne? Und da werden wir uns jetzt auch aufkleben. Macht das ja ordentlich. Oh, hier ist das schön. Jetzt noch Datum und Uhrzeit und dann ist gut, nicht? Auf zum nächsten. Meine Lieben, neuer Tag, neues Glück. Es schneit tatsächlich. Ich weiß gar nicht, ob ihr das seht. Aber wir sind jetzt hier im Center Park Tossens. Uns wurde die Kajüte gestellt. Und im Anbetracht dessen sind wir jetzt halt hier, um diese Caches zu testen. Auf jeden Fall vielen lieben Dank, dass ihr uns das ermöglicht habt. Und ja, wir sind jetzt auch schon gleich beim ersten angekommen. Und dann werden wir mal gucken, was uns hier erwartet. Der Name des Caches hat schon ein bisschen was verraten, was wir hier machen müssen. Relativ auffällig, dass hier so ein einzelnes Stück Zaun steht. Und das haben wir uns immer genauer angeguckt. Ja, auf jeden Fall sehr gut, mein Schatz. Sehr raffiniert. Gib mir mal gleich einen. Yeah! Was? Warnung vor explosionsfähiger Atmosphäre. Ja, nein. Richtig, die Atmosphäre explodiert hier. Ist natürlich alles nur ein Spaß. Das ist natürlich hier der nächste Cache, den wir jetzt testen sollen. Ja, richtig geile Idee. Sieht auf jeden Fall geisteskrank aus. Richtig interessant. Richtig massiv. Ja, und ich glaube, dass wir da jetzt rein müssen, mein Schatz. Müssen wir da rein? Jupp. Auf jeden Fall ist hier schon mal ein Schloss. Ja. Alter, ist das cool. Warum ist das so schwer? Ah, okay. Oh. Ist das geil? Das ist wirklich geil. Leute, ich weiß noch nicht, ob ihr was sehen könnt. Wir haben auf jeden Fall Taschenlampe mit und Alter! Alter Lachs! Mensch, Daniel, da habt ihr euch wieder richtig Mühe gegeben. Dirk, richtig geil gemacht, ey. Richtig geil. Ich glaube, wir sind ein bisschen beschäftigt. Ich glaube, wir sind jetzt beschäftigt, genau. Wir werden jetzt erstmal reinkraxeln hier. Leute, also eine Stunde haben wir jetzt hier in diesem Boot verbracht und die vielen Rätsel in den verschiedenen Räumen gelöst. Und wir hoffen, dass wir jetzt die richtige Zahl haben und Kai wird jetzt einmal den Safe öffnen. Und oh, ist auf jeden Fall richtig witzig. Hat auf jeden Fall richtig viel Spaß gemacht. Und, oh yeah, genau, einmal gucken, ob das jetzt alles so hinhaut. Dann gib mal ein, den Code. War auf jeden Fall nicht ganz einfach, aber wir haben es jetzt hier rausbekommen. Also eins ist auf jeden Fall... Ah. Jawohl!
Wolski. Richtig cool. Na, dann können wir uns eintragen. Und wenn der Cache veröffentlicht ist, dann können wir uns unseren Log-Eintrag richtig geil ins Internet schreiben. War cool. Sehr cool. So, und jetzt haben wir tatsächlich noch einen, den wir testen werden. Also wir werden jetzt hier alles ordnungsgemäß wieder verlassen. Und genau, ein Cache zur Beta-Testung, der ist noch vorhanden. Und da werden wir jetzt gleich hinmarschieren. Und ja, den einmal durchnehmen. Im Hintergrund seht ihr schon einen Piraten. Und dieser Pirat wird uns gleich helfen, um an das Logbuch zu kommen. Und ja, hier in der Nähe befindet sich ein Kasten, an den wir müssen, ja, um diesen Piraten zu aktivieren. Und das werden wir jetzt einmal machen. So genau, hier befindet sich der Kasten, den du erstmal mit einem Schloss aufkriegen musst. Okay. Und hier befindet sich eine Klingel. Und diese Klingel, die kennen wir ja schon aus den Hannover-Videos. Mhm. Jetzt sind wir mal gespannt, was da passiert. Zack. Und oh, yes. Sehr cool gemacht. Tschakka, boom. Das war der dritte von den drei Beta-Tests. So, und ich fühle mich hier langsam auch mal wie so ein Schafzüchter. Aber nein, hier geht's um die Dose. So Leute, wir haben jetzt den nächsten Cache gefunden. Lisa, muss ich sagen, hat ihn gefunden. Na, Mensch. Und ich weiß gar nicht, wo ist er denn? Ja. Da ist er. Da ist er. Ah, vor diesem Traumhaften. Vor dieser traumhaften Location. Hallo, entschuldigen Sie. Richtig geil auf jeden Fall. Hier sieht man. Hast gerade deine 5 Minuten. Hier sieht man auf jeden Fall gerade richtig schön die Ebbe. Ist einfach nur wunderschön hier. Echt richtig hübsch. Hier hast du deine Ruhe, nur ein paar Schafe, die hier ab und zu noch kommen. Und Kescher. Aber echt schön. So meine Freunde, und mit diesem letzten Cache verabschieden wir uns jetzt von der schönen Nordsee. Es hat uns sehr viel Spaß gemacht. Die neuen Caches, die waren auf jeden Fall auch sehr cool. Und ja, wenn ihr auf jeden Fall mal im Center Park sein solltet, dann müsst ihr auf jeden Fall die Caches abchecken. Sie lohnen sich wirklich. Und ja, jetzt fahren wir wieder nach Hause. Und wir sagen, lasst es euch gut gehen. Bis zum nächsten Mal und ciao. Ciao.